Ein AV-Vertrag, das ist die Abkürzung für Auftragsverarbeitungsvertrag, ist immer da notwendig, wo ein anderes Unternehmen mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragt wird. Als Beispiel, wenn ein IT-Dienstleister in allererster Linie Lohnabrechnungen für mein Unternehmen durchführt, dann ist er in allererster Linie dafür zuständig, eben personenbezogene Daten zu verarbeiten. Das ist eine klassische Auftragsverarbeitung. Und diese Auftragsverarbeitung oder Auftragsdatenverarbeitung wird dann schriftlich in einem Vertrag gesondert festgehalten. Das ist so geregelt in der Datenschutzgrundverordnung, die sagt, wenn personenbezogene Daten im großen Ausmaß und in allererster Linie von einem Dienstleister erbracht werden, dann muss das schriftlich gefasst sein und die Verantwortlichkeiten untereinander für diese Daten muss geregelt sein. Um ein paar Gegenbeispiele zu nennen, also kein Auftragsverarbeitungsvertrag, aber trotzdem eine Verarbeitung personenbezogener Daten findet zum Beispiel beim Arzt statt oder beim Post- und Paketdienstleister oder ja auch beim Rechtsanwalt oder beim WEG-Verwalter, der natürlich sehr viele personenbezogene Daten dieser ganzen Mieter verwaltet. Trotzdem sind es keine Auftragsdaten oder keine AV-Verträge, die man dafür braucht, weil diese Leistungen, die da erbracht werden, im Schwerpunkt einen anderen Inhalt haben, nämlich eben diese entsprechenden Leistungen und zufälligerweise werden eben auch personenbezogene Daten verarbeitet. Man muss sich also merken, immer dann, wenn im Kern personenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet werden von einem Dienstleister, dann braucht es einen AV-Vertrag. Diese und andere spannende Themen behandeln wir in unserem wöchentlichen Datenschutz-Weekly immer mittwochs von 12 bis 1. Wir freuen uns, wenn Sie dazukommen.